Herzlich willkommen im Libanon. Hallo, ich freue mich, dass ich zu Ihnen kurz, dass ich Ihnen kurz eine der Schulen vorstellen kann. Wir sind hier in Jebel, in der Nicolas Klüter Center. Das ist eine der Schulen, die von Miserio und von dem Entwicklungshilfeclub Wien unterstützt werden. Und wir machen jetzt einen kleinen Rundgang durch das Gebäude, damit ich Ihnen zeigen kann, was hier jeden Tag vor sich geht. Hier werden insgesamt 310 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, syrische Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren. Sie erhalten hier Kindergarten, Vorschulunterricht und Hausaufgabenbetreuung. Genau, hier sieht man so Hinweisschilder. Hier ist der Aufenthaltsraum von den Lehrerinnen, wenn sie sich vorbereiten wollen auf ihre Stunden. Das ist hier einerseits der erste Raum, den ich Ihnen zeige. Dann geht es hier hoch zu den Klassen und zu dem Social Worker. Oben werden die französischsprachigen Klassen durchgeführt. Und wir gehen jetzt mal runter. Da unten befindet sich die Administration. Die Psychologin hat dort ihr Büro. Die Speech Therapist, also eine Logopädin, gibt es ja auch. Und unten werden die Englischklassen unterrichtet. So. Und hier ist ein kleiner Aufenthaltsraum. Hier werden die Pausen meistens verbracht, wenn das Wetter so ein bisschen kalt ist, wie es jetzt derzeit ist. Und hier sind mehrere Klassenräume und die Administration. Wir gehen jetzt einfach mal in eine der Kindergartenklassen rein. Das sind Schüler von 3, 4 bis zum 50 Alter. Genau. Und hier. Hallo. Sehr hallo. Genau, hier wird gerade hier wird gebastelt. Ja. Die Kinder in dem Alter von 3 bis 4 und bis 5 Jahren, die lernen spielerisch Buchstaben, Zahlen in Arabisch und in Englisch. Und dann werden halt ganz viele so Aktivitäten, halt wie das Ganze spielerisch dann durchgeführt. Und hier ein kleiner. Genau. Die Kinder kommen hier jeden Tag für 3 Stunden in die Schule und die Spenden, die hier in Libanon in diese Schule kommen, die werden unter anderem verwendet für Transport, also dass die Kinder hierher gebracht werden können mit einem Schulbus. Und außerdem erhalten die Kinder und die Jugendlichen hier jeden Tag einen kleinen Snack. Genau. So, dann gehen wir nochmal raus und gucken nochmal in die andere Klasse. So, das ist die andere Klasse. Auch syrische Kinder, die hier in Englisch unterrichtet werden, in Englisch und in Arabisch. Und derzeit lernen Sie gerade, ich glaube, die Zahlen. Genau. Ja, das ist ein weiterer kleiner Eindruck aus den Schulen. Genau. So, our lesson is about letter T. They are learning some vocabs that starts with the letter T. So, this is the table. Good job. What do you call me? Alan.
Okay, ich will noch mal ganz kurz betonen, dass in diesen Schulen für die syrischen Kinder und für ihre Familien ist natürlich neben der Wissensvermittlung, also damit die Kinder einfach später die öffentlichen Schulen besuchen können, neben der Wissensvermittlung ist einfach so wichtig, dass die Kinder soziale Fähigkeiten lernen. Also viele von den Familien leben hier in informellen Settlements, das heißt in entweder unfertigen Gebäuden oder sie leben in Zelten. Und hier erhalten die Kinder einfach für ein paar Stunden eine relativ gute, strukturierte, organisierte soziale Erziehung. Also neben dem Wissen ist einfach so wichtig, dass sie soziales Verhalten lernen. Und wie wir vorhin gesehen haben, die Schule hat eine Psychologin und einen Logopäden, weil viele der Kinder sind verhaltensauffällig. Und die Lehrerin hat mir gerade erzählt, dass viele Kinder einfach herkommen und ganz große Schwierigkeiten haben, sich auszusprechen. Und da wird halt von den Sozialarbeitern und von den Psychologen einfach auch so zusätzliche Hilfe gemacht, damit die Kinder sich in den Alltag integrieren und einfach so zu lernen, die Grundlagen.